Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Baconing mit mir, dem Usaspark. Wir haben mittlerweile 28% erledigt, sind auf Level 9 und unsere Schwierigkeit ist immer noch auf normal gestellt. Wir hatten letztes Mal hier aufgehört, wir hatten gerade diese VIP-Karte bekommen. Wir können da jetzt rein. It's locked. VIP-Karte. I can't combine those two things. Yeah. Why, it's Icken Badger. What a lovely surprise. Deathspank, Deathspank. And I see you found new gainful employment. We had to. Someone killed Lord Von Prong. No. The technical term is regicide. Learning is fun. We work for Dick Nuclear now. He improved us, he did. We're improved. Mind standing aside for your old buddy Deathspank? Maybe letting your old buddy Deathspank in on the sly. Can't do that, mate. Nope. This room is for very important people only. But I'm the very definition of important. I saved our world from the threat of the Thong Lords. Sorry, Deathspank, we need written proof of your importantness. You must be very... Ja gut, ich hab doch... Behold, geschafft. Well, right this way, I always... Gut, dann check ich jetzt mal schnell, ob man mich auch schön verstanden hat, gerade im Moment. Und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Jo, passt alles. Ich hoffe jetzt einfach nicht, dass das Spiel abschmiert. Bitte nicht. Ich bin nicht ab, ich bin nicht ab, ich bin nicht ab. Oh yeah, geschafft. Ja. Gut, das hier ist jetzt der Raum für very important people. Ach, da ist ja sogar Nuclear Dad. Dick Nuclear. Greetings, Breadwinner. I am here to rescue you from this den of mechanical pleasures. But I can't just leave all these mechanical maidens behind. Why, those Tiffany bots over there are working their way through college. But what about your family? My what? Your son, Elroy, your daughter, Chastity, and your wife, Oven Girl. Oh, them. I suppose I do have manly duties to attend to. But it's hard sometimes, Deathspank. The wife always needs something. Elroy's no good at sports. And Chastity. Oh, es explodiert. Sorry, I was thinking of something socialist. Pack your bags, father figure. It's time to move on. Well, I think the girls might have something to say about that. Oh, Tiffany's! Duh, jetzt dürfen wir die töten. Scheiße, jetzt ist gecrashed. Och man, ich hasse diese Scheiße. Bis miep, miep, weiter geht's. Och man, ich hasse das. Wenn es die ganze Zeit irgendwie rumcrasht, das macht überhaupt keinen Spaß dann. Achso, jetzt müssen wir noch mit dem Hempel reden. Aber als erstes möchte ich das da einsammeln. Was auch immer das ist. Chest of Tomorrow. Ist das das Biton? Oder was haben wir denn gerade eingesammelt? Ach, das ist ein Item. Aha. Da drüben ist noch eine Treasure Chest, die ich aufmachen möchte. Ancient Poker. Oh yeah. Ah, Level 10 muss man da sogar für sein. Und die sind alle Level 9. Also da sind wir uns ebenbürtig. Okay, hi. Genau. Mann, das war, haben wir dem Typen lange zugehört damals. Okay. Okay, here we go. Da. A blow for righteousness. Oh yeah, geschafft. Einen noch, einen noch.
Einen noch. Hier sollte irgendwo noch einer sein. Wir haben noch alle erledigt, oder? Wir haben alle erledigt. Wo ist denn noch einer? Look, can't we just go? No chance. Fathering a family and this poppy needs a Ja gut. 8 von 9. Ist jetzt das irgendwie geglitscht oder was? Because I sure don't understand this. Okay, würde ich sagen, laden wir den letzten Checkpoint. Exit Game. Okay, letzten Checkpoint laden geht anscheinend nicht. Gut, mal schauen, ob jetzt noch eine. Jetzt sind alle wieder da. Scheiße. Heilen. Okay, so. Da ist es letztes Mal irgendwie geglitscht, habe ich das Gefühl. Gut, da habe ich jetzt ganz schön viele Tränke benutzt. Die machen schön viel Schaden. Okay. Ein von drei. Super. Gut, ja gut, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt mal den Sohn. Obwohl die Tochter suchen wird wahrscheinlich einfacher sein. Habe ich so das Gefühl. Wir haben schon 22 von diesen Augen. Oh shit. Die hasse ich, diese Penner hier. Okay, Airstrike total unnötig. Oh, super, ich habe gar nicht auf die gezielt. Jetzt haben wir da so viel Kohle verloren, sage ich euch. Unglaublich. Unbelievable. Müssen wir schnell gehen und die Kohle wieder einsammeln gehen. Als erstes esse ich das hier. Ich glaube, man kann ja auch laufen, während man isst. So, wir haben unsere Kohle eingesammelt und ein bisschen XP dazu gekriegt. Stopp. Hehe. Oh, noch ein Baum. Quatsch. Oh, scheiße, ein Flammenwerfer. Ich glaube, das ist sogar, wo wir hergekommen sind. Nee, warte mal, hier will ich nicht hin. Hier gehen wir später hin. Wir können uns einfach über dieses Gebiet drüber weg teleportieren, praktisch. Gut, Quests. Die Mittel... Aha. In the middle of the forest of tomorrow. Ilrond Nuclear. Da ist er doch. Ah, wofür können wir vorher erst nochmal ein paar von diesen Dingern hier kaufen? 2000 kosten die. Scheiße, Mann, das ist viel. Ist da ein Outhouse? Oh, ich möchte da nicht runter. Ich möchte da nicht vorbeilaufen. XP. Oh yeah. Ja, da. Nein! Falsches Auto aus. Scheiße. Verbinden so einen South Pole. Hier will ich doch nicht hin. Ich will dahin, genau.
Hier ist er nämlich irgendwo. Da drüben rechts. Da, Nuclear Boy. You must be indubitably, for I am Elroy Boy Genius. Somebody's full of it's you. Since my family established this scientific preserve, I have endeavored to create the perfect childhood companion. This cloning facility appeared suitable for the task, and all the subjects I create are flawed in some left-handed. Left-handed? What? No! They're two-legged. But what I really want is something with four legs and two heads. No time for that, youngling. Your family needs you. I can't leave. I just can't. I'm so tired of being without a friend of my own. Have you tried being less of a weirdo? Find me a two-headed, four-legged companion, and I'll go home. You said this is a cloning machine. This only replicates. You just need to put some of the person's DNA in there, but sadly, I've run out of cloning components, or as I call them, without these base materials. What? But ich hab keinen Bock mehr, das anzuhören. Gut, wir müssen jetzt diesen Hundi Doggy suchen. Ich weiß nicht mehr genau, wo der war. Ich glaube da unten. Hier. Hier war der. Da ist er. Nuclear Dog. Es geht. Aus dem Weg. Ich muss mit dem reden. Ready? Sure, that's a mistake. Ich glaube, wir müssen mit der reden. Can I take your? Certainly not. That dog is protecting me from the perils of this park. Doesn't seem to. Well, it gets mud. Fuck. Are you sure? Well, you. He's off, and I'll. Good. Oh, jetzt müssen wir erst diese die blöden Mann von dieser Nutte da suchen, damit wir den Hund ausführen können. Super. Hier, das da. Okay. Okay, das ist jetzt sowas von verzwickt. Wir müssen jetzt also die Sachen suchen, damit der Hanswurst irgendwas klonen kann. Dann klont er ihren Mann. Und dann geben wir ihr ihren Mann. Und dann lässt sie uns mit dem Hund gehen. Super. Clone Opponents. Ach so, okay, wir müssen einfach diese Bären töten. Die geklonten Bären. Die sind hier in der Nähe. Nee, von dem Typen hier. Ich muss euch auch mal die Leute anschauen, die hier rumlaufen, wie die aussehen. Das ist voll lustig. Come and get some. Hey, komm zurück. Penner. Friss Pfeile. Du auch. Bam. Alles hier voll mit Pfeilen gespickt. Nein. Okay, und den Typen da drüben töten wir mal mit dem Airstrike. Oh ja. Das ging schnell. Der lebt noch. Wie zur Hölle. Ich geh mal weg von dem Fass da. Und erstmal ein Steak. Gut, wir sollten jetzt eigentlich aber irgendwie was davon bekommen haben, indem wir die töten, glaube ich. Hoffe ich. Ist aber nicht so. Da ist ein Forest of Tree of Tomorrow. Den müssen wir nicht. Gegen den müssen wir nicht kämpfen, ne? Brauchen wir die Pflanzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Pflanzen brauchen.
können wir mal schauen. Der Strike. Oh yeah, so einfach geht das. Diese Dinge können wir auch nicht kaputt machen, um irgendwelche Klon-Opponents zu kriegen. Aber leider haben die Tipps irgendwie nicht gesagt, was man braucht, um diese Klon-Opponents zu machen. Oder was man sammeln muss. Das hätte in dieser Situation schon extrem geholfen. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal zurück in die Stadt und schauen da mal nach. Ob wir vielleicht die Schwester finden können. Das ist hier unten, oder? Nee. Fuck. Wir müssen jetzt irgendwie diese Dinger zusammensuchen, aber ich habe keinen Plan, wie. Dr. Klo. Achso, super einfach. Ich hätte nur das Ding gescheit lesen sollen. Dann hätten wir das Ganze viel einfacher haben können. Wir müssen einfach mit den Klonen reden und dann einfach eins von den Teilen abhacken. Hey. Hello, gentle. Yarp. Now this might hurt, but I think you have a high tolerance. Yarp. Oh, okay, stopp. Blöde Kuh. Oh, da haben wir sogar schon eins. Sagen sie wieder mal das Gleiche, muss man nicht. Eh. 2 von 8. Komm her, Penner. Ich höre mir das jetzt nicht an, weil das ist sinnlos, das anzuhören. 3 von 8. Laufen hier noch mehr Behinderte rum. Oder falsch geklonte. Oh, scheiße, gegen die will ich nicht kämpfen. Wir können ja die Fetzer über den Haufen rennen. Oh yeah, viel Geld. Glaube ich. Nee, doch nicht. Ne, wir müssen jetzt noch mehr von diesen falsch geklonten Klonen finden. Damit wir hier weiterkommen. Ich glaube, hier hinten sind noch welche. Da hinten ist was anderes, was ich gar nicht mag. Und zwar Leute, die einen stunnen. Ach, die geben einem auch diese Klonsachen. Max Carriage, scheiße. Okay, irgendwas müssen wir jetzt wegwerfen. Da haben wir was, was besser ist. Also, das weg. Gloves of Tomorrow kann weg. Das kann weg, das kann weg. Alles, was wir haben, ist sowieso im Moment viel besser. Aber das Zeug, das brauchen wir zum Beispiel nicht mehr. Das untote Klinge brauchen wir das noch. Ja, das würde ich behalten. Ja, das brauchen wir aber nicht mehr. Dann haben wir schon was Besseres. Das ist ein Tree of Tomorrow. Justice ready. Oh yeah. Justice used. Oh yeah. Nein, es hat ihn nicht getroffen. Scheuert. Ist hier noch ein Steak? Warum? Weil ich es kann. Das ist ein toter Abenteurer. Scheiße, ich war noch am Speisen. Kannst mir nichts wehtun, ich bin am Speisen. Oh, Level Up. Geil, wir sind Level 10, Leute. Level 10. Ganz viel tolles Zeugs. Oh, 2000 Geld. Oh, yeah. Ja gut, ich nehme mal an... Machen wir mal das Reflect Damage. Das kann auch relativ nützlich sein. Wenn wir zum Beispiel gegen Gegner kämpfen, die sehr viel Schaden machen. Gegen Bosskämpfe zum Beispiel. In Bosskämpfen zum Beispiel. Wenn wir uns dann mit einem Schlag die Hälfte nehmen, dann wird 10% von dem Schaden, den wir nehmen, wird auch zu denen geteilt. Dinosaur of Tomorrow. Super.
Die können uns keinen Schaden machen. Schau, wenn die uns angreifen. Nee, das hilft doch nicht. Egal. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was das Resist-Ding, Reflect-Ding macht. Gut, jetzt können wir aber neue Sachen ausrüsten. Wir haben zum Beispiel diesen bescheuert aussehenden Hut an. Das ist alles das beste Zeug, das wir haben. Das ist toll, das ist immer automatisch. Scheiße. Sofort. Sofort. Das Ding ist so hammergeil. Aber es gibt noch was wir vorher nicht benutzen konnten. Da muss man Level Hilfe sein. Gut zu wissen. Dann das Ding könnten wir vorher noch nicht benutzen. Ne? Aber wir brauchen irgendein... Nein. Nein. Ist das ein Gift? Nee, physisch. Ancient Poker. Das ist ein lustiger Name. Wir versuchen es einfach mal gegen die Gegner hier mit Feuer. Weil die Waffe macht extrem viel Schaden, sage ich euch. Okay, wir können gleich mal gegen die da kämpfen. Oh ja, die macht viel Schaden, sage ich euch. Oh, komm, fass. Okay, der Typ ist tot. Oh, der hat einen Flammenwerfer. I'm out of here, guys. Oh yeah, das macht Spaß, ja. Vor allem mit unserer neuen Waffe. Oh, scheiße, das Scout. Jetzt kriegen wir nicht mehr ganz so.